Wolfgang Grassel und seine beiden Siegläuferinnen. Martina Ertl vor Katja Seitzinger, genau wie beim letzten Riesenslalom von Bormio. Katja Seitzinger zeigte im vierten Rennen am vierten Tag ihr Kämpferherz. Sie biss sich durch und verbesserte sich im zweiten Durchgang sogar noch vom dritten auf den zweiten Platz. Es war, glaube ich, ganz gut, dass der zweite Lauf ein bisschen flüssiger war. Da haben die Kräfte dann doch noch gereicht. Aber mehrere Läufe wie der erste muss nicht sein. Hilde Gerg, gute Achte, Katja Seitzinger Zweite vor Sophie Lefranc-Duvillard aus Frankreich. Der Höhepunkt des Rennens aber die schnellste des ersten Durchgangs, Martina Ertl. Der Siegerin von Bormio gelang ein nahezu perfekter Lauf. Ihr Vorsprung am Ende gewaltig, 1,55 Sekunden. Eine Skidemonstration der Lenkrieserin. Im Moment habe ich den Vorteil, dass ich die Sicherheit habe und wenn ich spät dran bin, dass ich dann keine Panik nicht kriege, sondern dass ich die Schwünge fertig fahre und dann komme ich wieder in den Rhythmus rein. Und ansonsten glaube ich, war es ein sehr guter Lauf und ich freue mich wahnsinnig heute über den großen Vorsprung. Rechtzeitig vor den Olympischen Spielen bahnt sich eine Wachablösung an. Nicht mehr die heutige Fünfte, die Italienerin Deborah Compagnoni, scheint das Maß aller Dinge im Riesenslalom zu sein, sondern die souveräne Siegerin von Cortina, Martina Ertl.